Hey Uwe, mein Bester! Hallo, servus! Servus, wie geht's? Alles gut bei dir? Ja, alles bestens! Mit einem Tschetschenen sowas hin und her. Ein Tschetschene, sag einmal, geht's dir gut, Uwe? Und so weiter und so fort. Jetzt schau mal seine Vergangenheit an, das sind Krimineller. Mein Name ist Ahmad, ich bin 23. Ursprünglich komme ich aus Tschetschenien und ich bin als Jugendarbeiter tätig und tschetschenischer Aktivist bin ich auch. Wir sind aktuell in der Großfeldsiedlung. Es ist sehr, sehr familiär hier. Deswegen lebe ich sehr, sehr gerne hier und würde nirgends anders leben in Wien. Also Action im negativen Sinne habe ich eher am Kagran erlebt, als wir in die Großfeldsiedlung gezogen sind, weil ich ja dort in der Nähe zur Schule ging. Und ich sehr, sehr oft von Beamten und Beamtinnen der Bereitschaftseinheit bei Routinenkontrollen, also Ausweiskontrollen, komplett diskriminiert bzw. runtergemacht wurde aufgrund meiner Herkunft. Ich wurde verdächtigt, einen schweren Raub begangen zu haben, obwohl sie gefühlt gar keine Beweise dafür hatten. Im Gefängnis wurde er auch irgendwie so die ganze Zeit versucht, in den Kopf einzugravieren, zu befestigen, zu verankern. So, die haben dich reingesteckt, die haben dich unschuldig hier reingebracht, hin und her. Das größte Übel hin und her. Distanzier dich von denen, wir müssen die bekämpfen, wir müssen gegen die etwas tun. Ich habe ein Format auf TikTok, es nennt sich Der Cop und der Tschetschene. Was läuft? Alles, was zwei Beine hat, wenn es eins hätte, wird springen. Da geht es darum, dass Jugendliche, die Fragen an die Polizei haben, mir einfach die Fragen in die Kommentare stellen unter meinen Videos und ich stelle sie an den 59-jährigen Grätzl-Polizisten aus dem 20. Wiener Bezirk und er beantwortet sie dann. Ja. Warum haben viele Polizisten Vorurteile gegenüber Ausländern? Wie kann ich meine Cousin schwarz nach Europa bringen? Warum kontrolliert ihr immer die Jugendlichen? Ganz einfach. Ein alter Opa macht selten Blödsinn und vor allem weiß er ganz genau, dass er nicht mehr davonlaufen kann. Es geht mir einfach darum, das, was ich früher nicht hatte, einen Polizisten, zu dem ich hingehen kann, Fragen stellen kann, haben sie online, ohne dass sie hingehen müssen auf ein Polizeirevier, mit der Angst beleidigt zu werden, wegen dem Deutsch, das sie sprechen oder wie auch immer, oder ihrem Aussehen. Es war anfangs so, dass ich belächelt wurde und dass Leute mir gesagt haben, du, wie kannst du, also vor allem aus meiner Community, wie kannst du mit einem Bullen Videos machen, hin und her, das passt ja gar nicht zu dir. Und dass ich mit ihm zusammenarbeite, ihm irgendwelche Informationen geben soll von bestimmten Leuten und so weiter und so fort. Und heute supporten sie mich und natürlich, ich werde am Tag, egal wo, in ganz Wien, locker 10, 15 Mal erkannt und 4, 5 Mal auch nach einem Foto gefragt, Minimum mehr. Sparta schreibt, frag mal, wie lange man bekommt, wenn man Geldautomaten sprengt. Wenn man einen Geldautomaten sprengt, ist das ein Einbruchsdiebstahl. Also uneinig sind wir uns in Punkten, wie beispielsweise der Uwe sagt, bei einer Amtshandlung, wenn der Jugendliche nicht hört, kann man ihn vielleicht so am Arm packen oder so an seinem Ohr ziehen und sagen, hey, Kleiner, ist ja so, also so eine Vaterrolle mehr oder weniger. Ich habe gesagt, als Staatsorgan ist es nicht okay, wenn man sowas macht, hin und her. Das ist ein Hausnummerbeispiel. Natürlich ist es so, dass ich die Institution bzw. die polizeiliche Struktur an sich noch immer kritisiere. Und das werde ich so lange tun, bis sich etwas ändert bei der Polizei. Aber so Polizisten an sich, seitdem ich den Uwe kennengelernt habe, kann ich sagen, dass es tatsächlich möglich ist, auch mit einem Polizisten, der seit 40 Jahren bei der Polizei ist, vernünftig ein Gespräch zu führen und mit ihm auszukommen.